mein eigentlicher Liegeplatz. Weder hier vorne, aber wegen der vielen Regen ist der Wasser viel höher geworden und ich kann mich nicht ansitzen. Kormorane im Anflug. Ich habe nur vor mir eine ganz, ganz schmale Schneise, wo ich durchfotografieren kann. Zwischen zwei relativ nah zueinander stehende dünne Bäume. Position wechseln wäre gut, aber ich kann leider nicht. Weil wenn ich jetzt aufstehen würde, dann würde der gesamte See wegfliegen. Sogar das Wasser. Da sind die Tiere extrem scheu. Kommen keine Menschen vor und daher ist es nicht zu vergleichen mit einem Stadtparksee, wo die Tiere man einfach zurückscheuchen oder zurückdrängen muss, damit sie überhaupt außerhalb der Naheinstellungsgrenze sind. Hier muss ich etliche Stunden warten, bis die Tiere überhaupt landen und der kleinste Objektivbewegung außerhalb meiner Tarnung macht sie schon nervös und misstrauisch. Man muss halt warten und gedulden. Stadtpark. Deswegen, die Tiere sind extrem vorsichtig. Leider kann ich nicht bis zum ursprünglichen Uferseite oder Uferkante. Wegen der Hochwasser ist der Rand, der Wasserrand, ist etwa 10-15 Meter weiter ins Wald gedrungen. Jetzt muss ich halt ziemlich weit zurücklegen. Daher sind viele Gestrüpp, Äste, Gras und alles Mögliche vor die Linse. Warum ich es trotzdem hier mache, also warum ich hier in der Natur fotografiere und nicht bei irgendwelchen Stadtparkteich oder Stadtparksee. Dafür habe ich drei Gründe.
Erstens, ich will die Natur genießen. Und das kann ich auch, wenn ich keine Fotos habe. Daher ist mir eigentlich viel wichtiger, hier draußen zu sein, als unbedingt irgendwelche Fotozwang oder Ablieferzwang nachzugehen und schnell mit in die Stadt zu gehen und schöne Fotos zu machen. Mein zweiter Grund, dass ich die Tiere ins Natur viel natürlicher erleben kann. Ihr Verhalten ist viel, viel näher zu dem ursprünglichen Verhalten von den Tieren als in einem Stadtpark, weil in einem Stadtpark sind schon sehr stark von Menschen, von menschlicher Umgebung beeinflusst. Mein dritter Grund, warum ich das hier mache, weil es ist mir eine Herausforderung, die Tiere so nah, echte wilde Tiere so nah ranzugehen, dass sie mich nicht erkennen und trotzdem bin ich schon in Fotodistanz. Und es ist wie eine Art Jagdinstinkt. Man fühlt halt diese Herausforderung, man will sich stellen, diese Herausforderung, man will das machen können. Also die drei Gründe. Natürliches Habitat, natürliches Verhalten von den Tieren und die Herausforderung, was ich meistern will. Ich habe schon ein paar Fotos machen können, ich bin aber noch immer nicht zufrieden. Ich hätte gerne etwas Näheres, etwas Schöneres und vor allem Schärferes. Aber wegen dieser vielen Wasserpflanzen zwischen das Objektiv und die Vögel, machen es nicht einfach. Ich muss einfach dranbleiben und weitermachen. Ich war hier schon ein paar Mal. Aber es ist so, ich muss hier dreimal, viermal kommen, bis ich das Glück habe, dass die Vögel tatsächlich kommen und vor einem schwimmen hin und her. Daher werde ich auf keinen Fall jetzt abbrechen, weil es ist ein außergewöhnlich guter Tag, es ist auch bewölkt, daher das Licht ist diffus, kann ich noch weiter bleiben und weiter Versuche machen. Da sind so viele Pflanzen aus dem Wasser, selbst kleine Bäume. Ach, schade, schade. Es ist halt Natur. Etwas mehr Regen, ein bisschen mehr Regen und das Wasser dringt schon sofort ins Wald hinein. Ich konnte doch noch meine Position wechseln, weil ein Schwarzmilan war hier und alle Wasservögel sind weggeflogen. Ich habe diese Gelegenheit genutzt, alles abzubauen, Position zu wechseln und hier wieder alles aufzubauen. Stahl. Ich
Ich habe hier eine viel flachere Perspektive. Ich muss halt nur noch warten, bis die Wasservögel zurückkommt. Daumen drücken. Also leider war schon nichts mehr. Da bin ich alles zusammengepackt. Und jetzt schaue ich mal einen Fuchsbau an, ob ich vielleicht dort etwas noch entdecken kann.